Hallo meine wunderbare Funky Family und herzlich willkommen zu einer neuen Serie, die Wochenbotschaft heißt. Ich werde für euch wöchentlich Energien channeln, sowohl für das Kollektiv als auch für das jede einzelne Sternzeichen, gesammelt in einem Video. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder hier begegnen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon mal die Juli-Orakel angeschaut. Wenn nicht, dann gibt es den Link zur Gesamtplaylist. Playlist bedeutet, dass ihr in dieser Playlist nicht nur das kollektive Reading findet, sondern auch jedes einzelne Video zu jedem Sternzeichen. Ja, ich bin Xenia, the Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste und gleichzeitig auch ebenfalls Orakel für die höhere Timeline. Das heißt, in meinen Readings geht es tiefer unter die Haut, es geht tiefer an die Programme heran, um dann tatsächlich sein Leben vielleicht auch oft rückwirkend zu verstehen und auch eine höhere Timeline leben zu können. Wenn du dir eine persönliche Legung wünschst, dann sehr, sehr gerne schreib mir eine E-Mail oder eine DM. Beide Kontaktmöglichkeiten sind unten in der Videobeschreibung eingeblendet. Und wenn du dich mit einer Spende bei mir bedanken möchtest für die Arbeit, die ich hier tue, dann sehr, sehr gerne nutze die PayPal-E-Mail-Adresse, die ebenfalls unten eingeblendet ist. Ja, nun lass uns gleich loslegen. Und wenn du meine Arbeit schon kennst, dann bitte ich dich immer zu Beginn, mich mit deinen Energie zu verbinden, sodass du auch die Botschaften auch wirklich so wahrnehmen, empfinden kannst, wie ich sie channele. Dafür ist ja ein Ja sehr, sehr hilfreich, dein offenes Herz, deine offene, reine Intention, genauso wie meine sie ist. Dann like und kommentiere gerne dieses Video, gerne mit einem Sternzeichen, mit einem Namen, mit einem Herzchen, mit einem Ja. All das, was sich nach einem Ja anfühlt. Und wenn du meinen Account noch nicht abonniert hast, dann tu es sehr, sehr gerne jetzt. Und wenn du Jungfrauenenergie in dir hast, dann wird dir ebenfalls auch mein zweiter Account gefallen, der Erwachende Jungfrau heißt. Da channel ich tatsächlich ausschließlich nur für die Jungfrauenenergie. Gut, meine Lieben, dann lass uns loslegen, lass uns das mal kollektiv reinschauen, was die Woche vom 11. zu 17. Juli so mit sich bringt. Ich verbinde mich nun mit deiner Energie und wenn du es mir gerne erlaubst, ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Für das Kollektiv möchte ich gerne die Energien channeln und ich möchte gerne für dich deine höhere Timeline lesen. Erlaube es mir gerne, mich mit deiner Energie zu verbinden. Dankeschön, gut, meine Lieben. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch einen wunderschönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer, ihr genießt das Wetter. Wo schaut ihr auch mein Video? Seid ihr? Bist du in Deutschland? Bist du in Österreich? Bist du in der Schweiz? In welchem deutschsprachigen Land bist du? Oder vielleicht bist du gar nicht mehr in einem deutschsprachigen Land. Kannst du gerne auch mit dem Land kommentieren oder mit der Stadt, aus der oder aus dem du dieses Video dir anschaust. Gut, nun lass uns reinschauen, worum es hier geht. Es geht um ja, eine gerichtliche Situation bzw. um eine Auflösung endlich. Es geht um eine Auflösung, es geht um eine Befreiung. Man fokussiert sich auf sein kleines Team. In der Woche vom 11. zu 17. Juli sehe ich, dass dem Kollektiv bewusst wird, wer zu seiner Gang gehört sozusagen, also wer deine Nächsten sind, wer die wichtigsten Personen in deinem Leben sind. Und diese Entscheidung, die fühlt sich wie eine Befreiung an. Denn mit manchen Menschen aus dem Team, aus der Gang, aus der Familie vielleicht, warst du, ja, entweder waren manche wirklich sehr zerstritten oder es herrschte so eine kalte Situation. Man war auf Abstand, man hat sich geschützt, man hat Wände hochgezogen, man hat gesunde Grenzen aufgesetzt, man hat vielleicht zu krasse Grenzen aufgesetzt und jetzt merkt man, welche Grenze tut mir gut und wer gehört zu mir. Ja, wer gehört zu mir und vor allem aber auch, ja, 10 der Kelche steht erstmal für die Vervollkommnung aus der emotionalen Sicht und dieser Künstler hier in diesem Deck hat sich tatsächlich für so eine freundschaftliche Karte entschieden. Das heißt, ja, wer gehört zu mir? Wer gehört zu meinen 10 der Kelchen? Ich meine es mit 10 der Kelchen und mit der Karte hier so, dass in anderen Decks wird 10 der Kelche als er dargestellt. Eher Verbindung,
Beziehung und so weiter. Und da wir tatsächlich auch kollektiv natürlich auch uns bereinigen, na, die Karten mischen sich neu. Wir kommen auch nicht nur was Beziehung betrifft, sondern auch was Familie, was Freundschaften, was berufliches Kollektiv betrifft, in immer mehr Klarheit. Werden da auch sozusagen auch die Karten neu gemischt, beziehungsweise wird da einem noch mehr klar, wer gehört zu mir und wo möchte ich hingehören? Und Page der Kelche, ja. Ah ja, genau, ja. Und geht auch wunderbar mit der Energie, die ich auch für Juli geschmissen habe. Zum einen geht es darum, wer gehört zu mir? Na, ich fokussiere mich wirklich auf diejenigen, mit denen ich meine Tassen hochhalte, die quasi zu meinen Gängen gehört. Ass der Schwerte und Drei der Kelche. Und hier Judgment, das ist große Arkana. Das heißt, hier wird einem nochmal ein für alle Male nochmal klar, wer ist mein Fleisch und Blut. Na, es geht ja auch ganz stark um Familienangehörige, na, dass man vielleicht auch mit den verstorbenen Familienmitgliedern endgültigen Frieden schließt. Und das ist eine Skorpion-Energie. Vielleicht hast du selber Skorpion-Energie in dir. Vielleicht betrifft das auch eine Skorpion-Person. Aber hier sehe ich auf jeden Fall, dass auch diese Verbittertheit, diese Angst, vielleicht auch Trauma, was euch verbunden hat, dass quasi das, dass man auch die andere Seite der Medaille sieht, ne? Dass die Beziehung zu dieser Person, die vielleicht auch verstorben ist oder wo eine schwierige Beziehung, Verbindung bis jetzt war, die wird aufgeweicht. Die Grenzen werden runtergenommen sozusagen. Na, die höhere größere Perspektive, weitere Perspektive wird hier eröffnet, dass man tatsächlich auch die andere Seite der Medaille sieht oder dass man zum Beispiel zum Familienangehörigen, den man bis jetzt entweder gefürchtet oder gehasst oder gemieden hat, zum ersten Mal ein ganz anderes Gefühl empfindet. Gefühl von Verbundenheit und von Freude, von Zugehörigkeit. Und das ist ein wunderbares Gefühl, weil es natürlich nicht nur die Seele, die verstorben ist oder vielleicht die andere Seele irgendwie befreit, aber auch das befreit dich selber. Das ist ein Gefühl, aus dem man endlich raus ist. Ja, weil wir wissen, dass auch wenn wir manchmal am Ende Hass, Verbittertheit und diese ganzen Sachen, die sitzen ja in uns drin. Das heißt, wie empfinden wir die? Na, und egal, ob man dann wirklich tatsächlich aktiv mit jemandem streitet oder nicht, am Ende empfindet man das selber. Und oft ist aber auch, wenn man zum Beispiel keinen Kontakt zu Menschen hat und dann man am besten wirklich sich komplett zurückgezogen hat, ist da immer noch so vielleicht 2, 3, 4, 5, 10, 20% von etwas, was nicht ausgesprochen wurde, na, was nicht aufgelöst wurde. Und hier sehe ich, dass es möglich wird. Hier sehe ich tatsächlich, dass auch ganz stark mit den Verstorbenen oder vielleicht Menschen, wo man wirklich gar keinen Kontakt stattfinden wird, hier eine Auflösung stattfindet, hier eine Vergebung stattfindet und man fühlt sich irgendwie, man fühlt sich frei, man fühlt sich hier befreit und dann findet man sich mit denen zusammen, die dann zu deiner Familie gehören. Na, das kann dann auch sein, dass man sich auch im Außen, außerhalb der leiblichen Familie, die Familie findet und man fühlt sich da wohl und gleichzeitig bedeutet aber auch, dass gewisse, zum einen Grenzen gezogen werden, das suggeriert mir diese Page der Schwerter. Gleichzeitig aber auch ist es so ein bisschen Erinnerung an die Vergangenheit. Das heißt, was ich hier sehe, dass du dich vielleicht so ein bisschen an die Vergangenheit, an die Kindheit erinnert fühlst, dass du dir als Kind mal vielleicht was gewünscht hast. Vielleicht hast du dir vielleicht eine Familie gewünscht. Na, die vielleicht nicht deine war, aber du hast dir eine Familie gewünscht. Du hast dir gewünscht, woanders zu leben, woanders zu sein. Und bis jetzt war das immer so ein komischer Kampf oder Flüchten oder so eine ganz nicht so richtig sauber aufgeräumte Situation. Und jetzt fühlt sich's aufgeräumt, weil du mit denjenigen, zu denen du durch Fleisch und Blut quasi verbunden fühlst, endlich einen Frieden schließt. Ja, womöglich geht es auch sogar noch in richtige Verschmelzung noch, dass man tatsächlich, da man noch am Leben ist, kann man noch ins Gespräch gehen, kann man noch diese schönen Momente noch zusammen erleben.
Gleichzeitig auch für diejenigen, die jetzt eigene Familie aufbauen oder in die Community einziehen, in der sie sich sehr, sehr wohl fühlen, fühlt man endlich, hat man endlich dieses Gefühl als Kind, ich hätte mir gerne eine Familie gewünscht. Ne? Oft hat man so nach außen geschaut und wie machen die das, wie machen die das? Ach, ich hätte gerne so jemanden um mich drumherum, ich hätte gerne solche Eltern oder solche Großeltern, ich hätte gerne solche Verhältnisse in der Familie. Und das wird jetzt einem möglich. Das heißt, Timelines kommen zusammen. Du bist wieder mit denen verbunden aus der Vergangenheit und gleichzeitig kommt so eine Erlösung, Auflösung in hier und jetzt, in der du das Gefühl erleben kannst, was du dir schon immer gewünscht hast, auch wenn es andere Avatare, auch wenn es andere Menschen betrifft. Das ist mega. Das ist wunderschön. Also in dieser Woche geht es ganz stark um die Beziehungen, um die zwischenmenschlichen Beziehungen, um quasi neu sortieren, auflösen, loslassen, vergeben. Ja. Und was möchte ich hier noch raus aus diesem Deck? Ja, Vertrauen. Denn oft durch das mangelnde Vertrauen ins Leben, in die anderen, geht man ja so ein bisschen in den Krieg oder geht man ja nach innen. Und da du jetzt wahnsinniges Vertrauen hast, irgendwie bist du so krass gereift, auch die letzten 2, 3, 4 Jahre vielleicht sogar, vielleicht auch länger, aber du hast so krass gereift die letzte Zeit, dass du einfach nicht mehr kämpfen möchtest, dass du einfach so loslässt. Und dieses tolle Vertrauen, Fate, ne, man fühlt sich wie auf dem Samtkissen, man fällt nicht hart und man fällt vielleicht gar nicht, man fühlt sich auf jeden Fall geliebt, umsorgt und dieses Gefühl, dein Gefühl von der Vertrautheit, dein Gefühl von Vertrauen sorgt dir auch dafür, ne, dass hier diese ganzen Dinge auch geschehen können. Das heißt, das bist auch du. Du bist derjenige, der das kreiert. Hier möchte ich auch noch eine letzte Karte schmeißen. Okay, 2 sind rausgekommen. Okay, Awakening und der Tor, der Turm. Mhm. Yes. Wunderbar. Das ist tatsächlich ein Prozess, der 2020 schon angefangen hat. Also kann man sagen, 2, 2,5 Jahre. Prozess des Erwachens, Prozess des Bewusstseinswerdens, dieser Erkenntnis, dass eine riesengroße Macht in dir verborgen ist und die jetzt ausgelebt werden möchte. Und man dieses Gefühl von Erwachen, er ist nicht nur quasi für dich selber, dass man in hier und jetzt für seinen Alltag, für seine aktuelle Situation sozusagen es nutzen kann, sondern diese Macht, die fühlt sich so mächtig an, dass man hier tatsächlich auch Steine ins Rollen setzt, also auch etwas, was auch gegangen ist, etwas, was vielleicht schon für... Ja, du ziehst, schau mal, das ist sehr spannend, dass diese Karte auf den Kopf gefallen ist. Das heißt, nicht, wenn die so gefallen wäre, dann kann man sagen, man schießt seine Energie nach oben, sodass die Steine runterfallen. Und hier sehe ich aber, dass du die Steine etwas Schweres, du lässt etwas auferstehen. Genau. Das heißt, du erlebst gerade eine Phase des Erwachens, die sich nach dem, ja, du setzt Steine ins Rollen und du erhebst Steine. Und wenn du vielleicht dir die Monumente, die ganzen Denkmäler mal angeschaut hast, auch in Leipzig, wo ich gelebt habe, gibt es auch Völkerschlachtdenkmal. Und irgendwann habe ich mich immer mehr gefragt, das ist so eine Präzision, dass ich glaube nicht daran, genauso wie bei Pyramiden, ich glaube nicht mehr daran, dass es Menschen gebaut haben, sondern da muss eine andere Kraft am Werk gewesen sein. Und diese Kraft erwacht gerade in dir, dass du so viel Power hast, du strahlst diese Power aus, dass du quasi das, was so schwer war, das, was nicht anzuheben war, das, was quasi schon vergraben war, du erhebst das jetzt durch deine Energie. Wow, also kollektiv, meine Herren, Krebszeit ist gerade echt tatsächlich alles andere als sich zurückziehen. Das ist jetzt, geht einiges ab.
Ich bin sehr gespannt, was Kollektiv, was jedes einzelne Sternzeichen sich so mit sich bringt. Ansonsten wunderbar. Es geht nun mal weiter. Die ganzen Timespots findest du unten in der Videobeschreibung. Es geht nun mit dem Widder weiter.